ein Samstagvormittag in The Metz. Der Bach fließt gemächlich dahin. Auf einer Seite befinden sich idyllische Hinterhofgärtchen sowie eine Ufermauer aus Steinblöcken. Eine alte Brücke überquert den Bach. Plötzlich erscheint ein Bagger auf der Bildfläche. Ein Mann steht im Wasser und hält einen Pfahl. Aha, der Bagger treibt den Pfahl, fast möchte man sagen, ungespitzt in den Bachboden. Was passiert hier? Bevor wir dieser Frage nachgehen, beobachten wir das Treiben noch ein Weilchen. Immer mehr Robinienpfähle werden angeliefert. Einer nach dem anderen wird in den Bachboden gedrückt. Wir wollen endlich wissen, was hier los ist und fragen den Herrn, der im Wasser arbeitet. Hallo, Marlon Schäfer, Bachpate der Gemeinde Karlsdorf-Neutadt. Wir bauen heute unseren ersten Teil unseres Bachlehrplatzes. Und zwar wird er sich erstrecken hier und wird bis da vorne hingehen. Und wir bauen jetzt einen Treibselsammler. Die Treibselsammler sind Stücke, Rubinienstücke, die in den Bach eingebracht werden. Damit praktisch durch die Strömung Kolke und Rausche entstehen, also Flachwasser- und Tiefwasserzone. Dann wird das Bachbett einfach ein bisschen lebendiger, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, hier ist schon eine sehr gute Ausgangsposition. Also hier gibt es Fisch, alles ist gesund, man muss es noch ein bisschen attraktiver machen. Und heute probieren wir erstmal aus, wie ein Treibselsammler das Wasserbild und die Strömungsverhältnisse verändert, damit wir daraus Rückschlüsse ziehen können, wie viel wir dann letztendlich dann einbringen in dieses Bachstück. Das geht vom ungefähr vom Kindergarten, gehen wir ein bisschen weiter weg, wegen dem Eisvogel, bis da vorne hin. Und gebaut oder umgebaut wird nichts, also gebaggert oder so? Nee, weil das darf, also das sind Umbaumaßnahmen am Gewässer, das müssen wir dann viel mehr genehmigen lassen. Aha. Wir machen Verbesserungen am Gewässer. Ah, ja. Das ist eine niedrigere Genehmigungsstufe, sage ich mal. Ich komme mit dem Beamtentum nicht so aus, aber wir verbessern nur das Gewässer, wir baggern nichts aus und bauen nichts um. Das darf man nicht. Das wollen wir auch nicht, weil hier ist alles gesund. Und der Bagger ist nur dazu da, um eben die Stämme reinzudrücken, weil das schafft man mit Manpower nicht. Ja, okay. Das ist ein stabiler Boden. Die Helfer haben eigentlich die Aufgabe, den Bagger zu unterstützen. Also ich gehe nachher rein mit Bernhard Huber mit der Anglerhose
und hebt den Stab, den Robinierstab. Der wird vorbereitet von der Gemeinde. Die liegt im Bauhof, jetzt hierher transportiert. Und dann sind wir dazu da, die Helfer geben uns die Stämme und wir stellen sie hin und der Bagger drückt sie rein. Die Helferschar vergrößert sich auch zusehends. Nun geht es sozusagen Schlag auf Schlag. Das ist das erste Stück und dann gehen wir so rein. Also ich habe es ja von zwei Leuten gesagt, kriegt das, was Deklinant, also die Hitzströmung machen soll. Auf jeden Fall. So rein, ne? Um noch mehr Hintergründe zu erfahren, sprechen wir jetzt mit den Beteiligten. Herr Zimmermann, ich finde es toll, dass Sie wieder zu uns gekommen sind. Wir machen heute eine Aktion im Saalbach. Das ist eine gemeinschaftliche Aktion vom Verein Lebendige Biotop, wo ich der Vorstand bin, vom Angelverein Karlsdorf und der Marlon, der ist, glaube ich, bei beiden. Das ist der Bachpate vom Saalbach. Und die zwei Herren können Ihnen jetzt wirklich exakt erläutern, was wir hier umsetzen wollen. Mein Name ist Bernhard Huber, ich bin der Vertreter des Angelsportvereins und arbeite zusammen mit dem Marlon, der ja Bachpate ist, hier am Saalbach. Der Saalbach ist eines der Pachtgewässer des Angelsportvereins, hatte aber in der Vergangenheit sehr große Schwierigkeiten mit
Belastungen des Gewässers. Es kamen früher hier die Abwässer der Stadt Bretten, Schwermetallindustrie ähnlichem, sodass praktisch kein Leben im Saalbach möglich war für die Fischer. Mittlerweile ist es so, auch durch den Ausbau der Kläranlage in Heidelheim und weniger Abwässer, die eingebracht werden, hat sich das Gewässer erholt. Wir können noch nicht von einem guten Gewässer, aber doch von einem vernünftigen Fischereigewässer sprechen. Und es hat sich auch Zug um Zug von selbst ein Fischbestand wieder eingestellt. Und wir möchten jetzt durch verschiedene Maßnahmen so regulieren, dass die Fließgeschwindigkeit so verändert wird, dass die Fische auch ständig im Saalbach sein können. Also praktisch über das ganze Jahr. Und sind auch hier in Bezug mit Einsatz des Mähbootes so vor Ort, dass gewisse Restbestände der Wasserpflanzen stehen bleiben und dann einen Schutz für die Fische bieten. Sie haben eben von Fließgeschwindigkeit gesprochen. Ist die hier zu hoch oder weswegen wird das hier gemacht? Die ist im Moment schon hoch. Also wir merken es jetzt, wenn wir drinstehen. Und dann ist aber so, dass im Bereich der oberen Saalbach, wir sprechen hier von der Region Bretten-Gundelsheim, da werden durch das Wasserwirtschaftsamt die alten Wehre abgebaut, was auch jetzt gerade vor einigen Wochen passiert ist, um von oben her die Fließgeschwindigkeit zu verändern, zu vergrößern. Wir müssen das zwangsläufig hier im Saalbach auch machen, hier vor Ort, da ansonsten der Lössboden, der vom Kraichgau hinterherkommt, sich hier ablagert und zu einer Verschwemmung des Gewässers führt. Es bestehen hier durchaus Pläne, die Fließgeschwindigkeit noch um das 2- bis 3-fache zu erhöhen. Und wir möchten eben die Hauptfließrichtung in Bachmitte sehen. Wie kann man denn die Fließgeschwindigkeit erhöhen? Wird der Bach verengt oder was passiert da? Durch den Abbau der früheren Staustufen, durch die Entnahme der Wehrbretter, wird im Oberlauf des Saalbachs, der ja von Bretten herkommt, wird das Wasser aufgestaut, hat dann keine natürliche Fließgeschwindigkeit mehr. Diese Barrieren hat man entfernt und es führt natürlich bei Hochwasser, Steigregen oder auch bei der Schneeschmelze, führt das natürlich dazu, dass man hier von oben her einen bestimmten Wasserdruck hat, der sich natürlich bisher runterzieht. Aber bei uns lagert sich dann, weil wir hier dann zu wenig haben, eben dieser Lössboden ab. Als es die Wehre noch gab, war das also nicht der Fall. Ich habe am Bruchsaler Schlachthof gesehen, da ist da hinterm Schlachthof alles renaturiert worden, Steine reingelegt. Was für einen Sinn und Zweck hat denn das, wenn wir schon mal dabei sind? Es ist so, der Saalbach im Stadtgebiet Bruchsal ist eigentlich ein typisches Salmonidengewässer, sprich Edelfischgewässer für Forellen. Es ist auch so, dass beobachtet worden ist, dass im Bereich Saalbach in Bruchsal mittlerweile die Forellen auch selbstständig ableichen können, weil der Untergrund vorhanden ist. Die Forelle braucht einen sandigen, kiesigen Untergrund, um hier ihre Laichgrube anzulegen. Das hat man dort gegeben. Und man möchte natürlich auch, was man in Bruchsal gemacht hat, die früher von Menschenhand geschaffenen Barrieren entfernen, um wieder den Bach in Anführungszeichen auf sein natürliches Maß zurücksetzen. Der Bachboden ist ja teilweise betoniert im Bruchsal, ist ja nicht gut, gell? Ist zum Teil betoniert, zum Teil hat man diese betonierte Sohle eben aufgerissen, hat Flusssteine eingebracht. Das ist natürlich auch ein typisches Merkmal der Forelle, die eben oft diesen Schutz hinter beruhigten Zonen sucht und sich hinter Steine und Ähnliches stellt. Und beim Saalbach im Bruchsal ist es natürlich so, dass die Forelle dort auch ziemlich standardtreu sind. Während bei uns ist so, wir haben hier auch einige Forellen drin, aber bei Hochwasser gehen natürlich die Forellen wieder weg und wir sind in Anführungszeichen darauf angewiesen, dass wieder Forelle vom Stadtgebiet Bruchsal hier her einwandern. Noch eine laienhafte Frage, wird hier geangelt oder kann hier geangelt werden oder tut man hier angeln? Es darf geangelt werden, aber eigentlich hat der Saalbach, also bitte drum, der hat für die Fischer eine besondere Schutzfunktion. Es ist so, der Saalbach innerorts reichen die Grundstücke, wie Sie auch sehen, quasi bis zur Gewässergrenze, sodass wir eigentlich vom Bereich oben der Apotheke bis hoch zur Autobahn können wir gar nicht über die Grundstücke gehen, weil wir da die Grundstückseigentümer hätten. Im Endeffekt kann man nur in dem Bereich, in dem wir jetzt hier stehen, da könnte man fischen. Und je nachdem wird auch vereinzelt geangelt. Ja, und jetzt zu Ihnen nochmal. Ja, also, wir haben ja vorhin schon mal gesprochen. Genau, um das nochmal aufzuklären. Ja.
Wir bitten natürlich hier nicht so sehr zu angeln, weil der Fischbestand hat sich erholt, aber er ist noch lange nicht auf dem Topmaß, sodass wenn man jetzt die Fische wieder rausholt, das wäre natürlich sehr schade. Ja, es gibt Fische, absolut, habe vorhin eine Forelle gesehen, genau hier. Jetzt kommen wir zu den Verbesserungen. Ja? Also, es ist so, dass viele Bäche bei uns auch zu breit angelegt sind. Ja? Das heißt, wie wir hier sehen, es ist nur Lehmboden da. Ja? Es ist nur Lehmboden da und es kann sich eigentlich nichts darin fangen, ja? Um dann praktisch kleine Sandbänke zu bilden und Flach- und Tiefwasserzonen hervorzubringen. Das ich habe immer gedacht, ja, das ist Schlamm so einen Meter tief. Aber nee, es ist ungefähr eine 10 cm große Faulschlammschicht. Ja. Die ist aber normal für Bäche in Baden-Württemberg. Ja. Ja, das ist ganz normal. Unten dran ist eben Lehmboden. Das Problem ist einfach, diese Unterschicht hat sich im Laufe der Jahrzehnte, das ist dieser sogenannte Lösssandboden, der vom Kraichtal hierher geschwemmt wird und sich abgelagert hat. Und dann natürlich logischerweise, wie der Marlon gesagt hat, bildet sich obendrauf die ganze natürliche Schlammschicht. Und es ist eben angedacht, dass wir durch die Treibgutsammler, wie man sagt, entweder ruhige Inseln schaffen, wo sich zum einen die Wasserpflanzen erholen können, Bestände bilden können und natürlich, das hat die Erfahrung gezeigt überall, dass gerade in den beruhigten Bereichen sich dann eben die Weißfische auch aufhalten und hier einen Unterstand suchen. Vielleicht nochmal zu dem Fachbegriff Treibselsammler, das ist eigentlich, wie der Name schon sagt, man sieht hier, wir haben Rubinenstämme eingebracht, ja, und die haben Abstände, ja, und dazwischen kann das Wasser immer noch fließen, ja, es ist also keine Buhne, wo das Wasser total abgeblockt wird, sondern es kann durchfließen und sammelt eben dann Treibgut auf. Selbstverständlich natürlich auch den Müll, den die Leute leider in den Bach schmeißen, aber da haben wir ja gesagt, wenn man was anlegt, muss es auch gepflegt werden. Wir werden dann praktisch alle zwei Wochen diesen Zivilisationsmüll wegnehmen. Wir werden aber nicht wegnehmen Stücke, Totholz und Wassersternfetzen, die hier rumschwimmen und jetzt auch sich schon angesammelt haben. Was bringt das? Das bringt das, dass eben dann durch diese Ansammlung ist ein kleiner Damm, sich hinten dran dann eine Sandbank ausbildet. Und es entsteht eine sogenannte Flachwasserzone. In den Flachwasserzonen können Jungfische überleben, die ja manchmal von den adulten Fischen auch gefressen werden. Ja. Und die adulten Fische sind mehr in der Tiefwasserzone, die sich natürlich durch die Strömung automatisch bildet. Man hat eine Sandbank, Tiefwasserzone, Sandbank, Tiefwasserzone. Das ist genau die Struktur, die wir hier erreichen wollen. Die Flachwasserzonen, die beruhigten für die Weißfische und die Jungfische und die Tiefen, die Kolke dann für die adulten Fische. Ich habe mal gelesen, dass der Saalbach in früheren Jahrhunderten immer gepflegt wurde, ausgebaggert, die Uferbüschungen gepflegt und begradigt und hergerichtet. Genau, gepflegt zu dem Zweck, ein Hochwasser zu verhindern und dass das Wasser möglichst schnell abfließt. Und genau das ist ja, was praktisch früher vielleicht gang und gäbe war, was aber zur Artenarmut geführt hat. Aha. Weil dann entstehen genau solche, der Bach wird immer breiter, ja, und aber innen drin eben einfach nur das Bachbett, die Sohle einfach nur gerade mit Schlamm. Da kann sich nichts, da kann kein Fisch einen beruhigten Bereich finden. Ja. Und wir brechen das jetzt wieder auf, wir renaturieren das. Ja, wollte gerade fragen, was heißt Renaturierung in dem Sinn, dann in dem Zusammenhang. Also lässt man einen Bach natürlich ohne menschliche Eingriffe. Das sieht man auch vor allem hier an der Autobahn und hinter Karlsdorf, wo der Bach nicht ausgebaggert wird. Da schafft er sich selber ein engeres Bachbett. Das hat der Herr Heidelberger von unserem Wasserbauamt uns gesagt. Der Bach möchte so breit nicht sein. Und er schafft sich zum Beispiel durch Treibgut, hier liegen ja auch Schränke manchmal drin. Ja. Ja, genau hier. Vielen Dank. Hier sehen wir genau das. Der Bach macht es, wenn wir nicht helfen und wir den Bach so lassen, dann macht er genau das. Er möchte nicht so breit sein, also ja, im übertragenen Sinne. Und das Treibgut schafft dann selber genau das, diese Kolke und Rausche. Hier in diesem vom Saalbach geschaffenen, das haben wir nicht gemacht, hier ist eine Sandbank entstanden. Da ist eine Flachwasserzone, beruhigtes Wasser. Und die Strömung wird abgelenkt und gräbt sich praktisch einen tiefen Bereich darum herum. Hier ist es optimal und unsere Treibselsammler sollen ganz genau dasselbe auch tun, was der Bach ohne menschliche Pflege, ja, im falsch verstandenen Sinn, auch machen würde. Ja, die Möglichkeit hat, fängt er wieder an zu meandrieren. Genau. Er weitet sich wieder auf oder verengt sich wieder. Und dann kommt noch was dazu, was man vielleicht bisher gar nicht so beachtet hat.
indem wir die Fließgeschwindigkeit auf die Bachmitte konzentrieren. Es hört sich zwar ein bisschen komisch an, hat man aber einen stabileren Wasserstand. Wenn das Wasser schneller wegfließen kann, hat man einen stabilen Wasserstand. Am Saalbach, das sieht man hier im Uferbereich, hat man nämlich die Probleme, das Hochwasser führt dazu, dass teilweise der Damm von unten her aufgeweicht wird und dann haben wir hier diese Abbrüche. Die sind nicht von Menschenhand geschaffen, sondern das ist einfach Ausschwemmungen, die sich gebildet haben, wenn der Wasserstand zu hoch ist und der Saalbach dann wieder zu schnell absinkt. Dann brechen diese Kanten ab. Was aber auch, sagen wir mal, wunderschön ist, weil man muss das Ganze ja auch als ganzheitliches Projekt sehen, ist, wir arbeiten ja da nicht nur am Bach, am Thema Fisch, sondern Sie sehen ja hier an den Ufern, an den Kopfweiden, die hier entstehen, an den Nachpflanzungen, die entstehen. Hier ist der Eisvogel mit zwei Röhren vertreten. Sagen wir mal, das ist einfach gerade Bach, Wasser, unnatürlich, das was Ufer und die Ökologie, die dazugehört. Das ist das Thema. Deswegen ist es auch ein wunderschöner Verbund. Genau. Biotop. So der Verbund zwischen den ganzen, zwischen den Vereinen. Und Sie haben auch gesehen, die Jugendgruppe vom Angelsportverein wieder aktiv mitnehmen. Wir wollen ja auch die jungen Leute wieder mitnehmen als Verein. Und ich glaube, da arbeiten wir an einer ganz schönen Schiene. Also das Bachwasser scheint ja wieder ganz sauber zu sein. Wenn da Fische drin sind, Forellen und so. Ein befriedigender Zustand, wie er gesagt hat. Es kann. Sagen wir mal so, es ist für uns der Zustand so, dass die Gewässerqualität so gut ist, dass die Fische zum menschlichen Verzehr entnommen werden können. Das haben wir in verschiedenen anderen Gewässern wo wir Altlaster haben. Wir sprechen auch noch Finns Entlastungskanal, aber das sind ganz andere Projekte. Da haben wir natürlich die Problematik, dass die Fische eigentlich nicht zum Verzehr geeignet sind. Also wenn ich an den Saalbach von vor 30, 40 Jahren denke, dann hat man schon von weitem Kroche, da hat so richtig ein typisches Saalbach-Kroch gehabt. Ja, er hat sich schon sehr verbessert. Alles weg. Ja. Also es gibt ja auch eine Güteklasse-Einteilung von Gewässern. Ja. Die gehen von Rot bis Blau, also von stark belastet bis überhaupt nicht belastet. Und unser Saalbach ist mäßig belastet, weil es gibt den sogenannten Flussflohkrebs. Den gibt es. Und das ist so eine Art, die in stark belasteten Gewässern nicht mehr leben kann und nur in mäßig bis überhaupt nicht belasteten Gewässern auftritt. Und das gibt es so eine Tabelle, die geht von 1 bis 6 wie die Schulnote und da ist der Saalbach eine 3 bis 4. Im Moment. Ja, und wodurch ist das Saalbach so sauber? Durch die Kläranlagen? Oder durch Kläranlage und durch den Rückgang der Industrie hauptsächlich. Stadtbretten war ja früher Neff und Ähnliches. Dann war früher ein Knackpunkt, war immer auch der Bahnhofsbereich in Bruchsal, wo zum Teil Abwässer eingeleitet wurde, die gar nicht bestimmt werden konnten, wo sie wirklich herkommen. Und durch den Rückgang der Industrie dort vor Ort hat sich die Gewässerqualität erhöht und natürlich der immense Ausbau der Kläranlage Heidelsheim, die mittlerweile ja ein Vorzeigebetrieb ist und meines Erachtens auch fast einzigartig weit und breit, so wie man das gemacht hat. Also das ist ganz hervorragend. Wobei 3 bis 4 ist 3 bis 4, gell? Ja. 3 bis 4 ist 3 bis 4. Ja, okay. Wir sorgen dafür hoffentlich, dass es 3 plus und 3. Aber was er gesagt hat, was man zum Beispiel auch sieht, wenn Sie im Stadtgebiet Bruchsal Forellen fangen, haben die normal hat die Forelle ein weißes Fleisch, die haben dort aber ein rötliches Fleisch, fast wie Lachsforellen. Das kommt daher, weil eben auch Bachflohkrebse und sehr viel Zugmückenlarven dort sind. Also das Nahrungsangebot im Saalbach ist schon vorhanden, dass die Forelle hier sehr gut überleben kann. Also es gibt auch bestätigte Sichtungen, da ich mit der Unterwasserkamera hier auch filme, auch von Karpfen und Döbeln. Aber gut, Döbel ist eigentlich ein Fisch, der sehr viel besser überleben kann als die Forelle. Aber eben, wie gesagt, Sichtungen von Forellen sind auch da und das ist ein sehr gutes Zeichen. Also sie sind schon empfindlich. Und wie geht es jetzt weiter? Machen Sie nur an diesem Teilstück dann was oder gibt es da noch andere Teilstücke, wo was gemacht wird? Projekte, die wir uns noch... Also vordergründig ist jetzt mal gedacht, die Aktion zum Abschluss zu bringen. Ja. In 4 Wochen machen wir wieder weiter. Die nächste Aktion. Die Stämme waren zu kurz teilweise. Wir brauchen längere Stämme. Ja. Wenn wir gerade in Wieder nochmal reinarbeiten und dann werden wir es auch verlängern. Und dann werden wir einfach mal, wie geht es weiter, beobachten. Ja, weil es ist ein ziemlich neues Projekt. Ja. Das finden Sie jetzt hier im Landkreis so in der Ausbildung eigentlich nicht. Deswegen habe ich Sie auch mal gebeten zu kommen. Ja, wer ist denn auf die Idee gekommen, dass dieses Projekt? Das war meine Idee und zwar, ich
habe mich schon immer für den Saalbach interessiert, bin hier auch in der Elsterbrandschulstraße aufgewachsen und damals, als ich klein war, gab es hier nur den Teichfaden und Stichtlinge. Ja? Und der Teichfaden ist wirklich, wie Sie gesagt haben, ein Zeichen für ein sehr schlechtes Gewässer. Und ich freue mich sehr, dass ich 2005 die ersten Fische selbst gesehen habe und es war für mich so ein wunderbares Erlebnis, da vorne bei der Apotheke die Weißfische zu sehen, als ich gesagt habe, ich möchte Bachpate werden. Bachpate macht eigentlich genau das, ein Verbindungsglied der Gemeinde zum Angelverein und zu anderen Naturvereinen, um eben so etwas anzuleiern und auch durchzuziehen. Und dann habe ich ein Buch bekommen von Dr. Ludwig Tender aus Hamburg, den möchte ich deswegen auch namentlich erwähnen, weil ich mit diesem Menschen auch persönlich in Kontakt stehe und er mich auch beraten hat, wie man den Bachlehrpfad anlegen soll. Und er hat in Hamburg und anderswo schon sehr erfolgreich mit diesen Treibselsammlern gearbeitet und hat uns auch gesagt, wir könnten die hier einsetzen und beobachten. Und auf dieser Grundlage haben wir den Bachlehrplatz geplant. Wir wollten noch einen Steg anlegen, das machen wir nicht. Wir wollen hier die Treibselsammler installieren, hier diese Tasche, ja, dieses Becken, die sich hier gebildet hat, auch stabilisieren, nochmal als Flachwasserzone und hier auch nochmal diese Stämme eintreiben. Und das Sahnehäubchen, der Abschluss des Projektes soll dann sein, Infoschilder, die der Angelverein mit mir dann entwirft. Ja, schöne Infoschilder über die Bachflora und Fauna. Damit eben auch hier, das soll ja auch die Leute für den Bach interessieren. Das ist auch ein Grund, warum hier der Platz optimal ist. Weil hier ist der Kindergarten, hier ist ein beliebter Fußgängerweg und dann kann man auf die Schilder aufmerksam werden und es dann sehen. Das die Schule. Schule ist auch und die Schule natürlich, ja. Also hier ist der Platz ist optimal. Und die Gemeinde steht natürlich voll hinter der Sache, wie immer. Ja. Unterstützt uns wegen der Sache, kann man sagen, in allem. Die Fehler wurden von der Gemeinde gerichtet, das ist keine Frage. Da haben wir klar, es gab große Abstimmungsgespräche mit allen Behördenvertretern, also wir fangen da jetzt nicht mal an, rumzubesteln. Sondern das können wir uns gar nicht erlauben auch, nee, das muss genehmigt als Vereinsvorsitzender, dass da was passiert, dass wir da Unfug treiben. Das ist alles abgestimmt mit den Behörden und es ist jetzt mal so ein Prototyp und klar, müssen wir einfach mal gucken. Ja. Vielleicht müssen wir es umbauen, vielleicht müssen wir es optimieren, mal sehen. Okay, das war's. Dann kommen wir mal vorbei und gucken, wie es sich entwickelt hat. Ja, das mache ich dann. Ich wollte nämlich gerade sagen, was ist aus dem Tümmel geworden, da war ich noch gar nicht dort, weil da möchte ich auch nochmal hingehen. Also heute ist ja Gemalgungsputzete, deswegen sind auch wenig Leute heute Morgen da gewesen. Er ist stark verdreckt. Wir müssten mal sauber machen, aber es ist jetzt das erste Jahr. Man guckt mal, wie die Kaulquappenbrote jetzt da, mal, da wird garantiert passieren. Wächst schon was oder schon Grün? Wir haben jetzt nichts eingepflanzt, er entwickelt sich jetzt langsam. Er entwickelt sich jetzt da mal natürlich. Es werden bestimmt Molche drin sein und wir werden auch wieder Unterstützung von dem Bürgermeister. Wir werden jetzt im Spätjahr im Oktober nochmal einen Tümpel bauen mit den Schulen. Also das Ziel ist eben 3-4 Tümpel in der Stelle zu haben, so wie es ursprünglich war. Und dann muss man natürlich einfach sagen, ähnlich wie hier, da muss man einfach auch mal 4-5 Jahre warten. Die Natur ist ja einfach ein bisschen langsamer, der Mensch geht nicht so schnell. Mal lebt er von Bildern, aber es muss einfach dann auch werden, man braucht die Zeit und dann wird bestimmt auch was wachsen. Okay, bedanke mich. Der Herr Schäfer hat ein sehr gutes Konzept für unseren Saalbach entwickelt, wissenschaftlich fundiert und hat mit dem Verein Lebendiges Biotop in unserer Gemeinde einen hervorragenden Mitstreiter, der die theoretischen Dinge auch in die Tat umsetzen kann. Hier geht es um eine Aufwertung unseres Saalbachs, dass der wieder Heimat von Fischen sein kann und dass das nicht so ganz einfach ist. Das haben Sie gesehen in dem Film oder sehen Sie auch, dass das mit schwerem Gerät notwendig ist. Ich hoffe, dass sich der gewünschte Erfolg einstellt. Und für uns als Gemeinde ist es unglaublich wichtig, dass wir solche Menschen haben, die sich zum einen dafür interessieren, dass sie auf so einem Niveau solche Konzepte entwickeln können, weil das von unserer Seite, von der öffentlichen Hand in dem Maße nur schwer umsetzbar ist. Und diese Maßnahmen haben die volle Unterstützung der Gemeinde, personell, finanziell auch. Volle Unterstützung, wir geben das Budget, wir haben mit dem Verein Lebendiges Biotop vereinbart, dass die mit uns ein jährliches Konzept entwickeln und für uns ist es relativ einfach, wir müssen einfach nur das Geld bereitstellen und da gibt es eine Einstimmigkeit im Gemeinderat,
Es findet eine breite Unterstützung. Für dieses Jahr haben wir dieses Konzept umzusetzen. Dann wird ein zweiter Tümpel entstehen und noch ein paar andere Sachen mehr. Und ich glaube, wenn wir das alles so weit geschafft haben, dann ist das Jahr auch wieder zu Ende. Und wir haben auch ein Biotop-Vernetzungskonzept mit dem Verein vereinbart, dass wir langfristig und nachhaltig die Gemeinde weiterentwickeln, dass jede kleine Maßnahme wie so ein kleines Mosaik oder wie ein Puzzleteil in einem Gesamtkonzept sich widerspiegelt. Also in Karlsdorf-Neuthard tut sich doch was in Richtung Naturschutz. Also ich denke, da muss ich auch eine Lanze brechen für meinen Vorgänger, dass es in Karlsdorf-Neuthard gibt schon viele Jahre etwas für Umwelt zu tun. Wir haben schon viele Jahre einen Umweltbeauftragten in unserer Kommune, das dank meines Vorgängers so eingesetzt wurde. Also es ist jetzt nichts Neues, was wir neu erfinden, sondern eigentlich was sich schon über Jahrzehnte fortentwickelt. Vielleicht findet nur mehr Beachtung zur Zeit in der Öffentlichkeit. Und was auch ganz wichtig ist, wir haben parallel zurzeit die Gemarkungsputzaktion laufen, die ist heute. Und wir haben sage und schreibe 250 Leute, ich muss ja noch mal sehen, vielleicht sind es sogar auch 300 Menschen, die jetzt in der Aktion mitmachen. So viel waren es noch nie. Ich denke, das ist auch dank der positiven Presseberichterstattung über solche Maßnahmen, dass es dann auch viele Nachahmer gibt. Ja, ich persönlich komme ja auch gerne nach Karlsdorf, weil es ist immer interessant, wenn hier sowas gemacht wird. Ja.